Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Elite D2 im Tower Defense Mode. Ja, ihr wisst es. Das heißt, Einheiten bewegen sich gar nicht. Ach, scheiße, wir haben schon gute Sachen. Und jeder hat so das Gleiche, von daher. Ich glaube, wir fangen mit Goldwerfern an. Wir machen Double Goldwerfer. Um ein bisschen zu skalieren. Ja, eigentlich können wir die auch weiter hinten hinstellen, ne? Nö. Nö, gefällt mir ganz gut so. So lassen wir es. Aber hey, wir werfen hier Gold mega weit. Alle mit dem Goldwerfer geschaut, nur einer nicht, der Mr. Satan. Und den hab ich! Okay, hier ist es so, ihr kennt es. Senden geht überhaupt nicht. Knapp. Not enough gold. Senden geht überhaupt nicht. Es wird immer automatisch mit Firma abgezogen. Ach doch, wir können senden. Wo war denn das mit dem automatisch abziehen? Ach, das war der PvE-Modus. Da war das. Stimmt, hier können wir die ganze Zeit Mimics und sowas schicken. Das werde ich wohl nicht halten. Wir verkacken fast alle. Weil all die Goldwerfer haben. Bei mir, in meinem Team haben welche gehalten. Die haben nicht ganz so eine große Reichweite. Aber die sind halt auch nicht schlecht. Es gibt einen Vampir. Ja.
Ja, ich brauche erstmal rechts nochmal mein bisschen Verteidigung mal hoch. Meine Mini-Einheiten. Moment. So machen wir das. Teufelsfisch hält gut was aus. Dann können wir da gut drin lassen. Lass mich mal schauen. Er hat Setzling, Chloropixie und Schleimlarv gebaut. Hier ist wirklich viel Gold. Mit dem Goldwerfer kriege ich nichts zusammen. Was heißt, wenn wir eine Turtle reinpacken nächste Runde? Dann sieht das schon gut aus. Oh, Ratten, ey. Die packe ich hier ganz hinten, nehmt die Scheißratten. Kann ich dann vielleicht nur upgraden für mehr Mythium? Bin wohl durchgekommen. Diese Goldwerfer kacken alle ab. Natürlich noch so einen Metzger hinstellen. Ist gar nicht schlecht, weil den können wir noch aufwerten mit dem Vampir Buff Legion Spell. Dann rundherum noch was Geiles bauen. Geht auf jeden Fall klar. Wieder eine gefährliche Wave, weil wir viel natürliche Verteidigung haben. Also alle. Was ist das für mich? Sehr schön. Ah, der eine von denen wird halten. Aber es ist nur einer. So. Könnte ich so einen schönen Albtraum hinsetzen.
Und erstmal alle rüber geleitet. Diese Kackratten. Genau 0 Gold. Er hat regeneriert auch den Metzger gebaut. Und man nur Worker. Dass wir ein bisschen uns ein Lied rausholen können mit den Workern. Ich krieg auf jeden Fall immer Mythium dazu, wenn die abkacken. Das ist gut. Rattenangriff. Fast des Todes mega geil, aber der bringt mir die Runde leider nichts. Pyros sind immer stark. Deswegen baue ich da schon mal zwei hin. Zwei Bazookas. Er hat mich nur aufgeklärt, das ist ein Chefkoch. Hast nicht viel durchgekommen. Ne, die will ich gar nicht. Ja, machen wir noch ein Wölfchen rein. Das war sogar eine Quest, den King voll abzugraden. Okay, der Boombaum wird mir ja auch nichts bringen. Das ist fett. Das ist fett und unglaublich wichtig, dass ich den gebaut habe. Mehr Turtles.
Aber ist ganz komisch, wenn ich diesen Tower Defense Modus spiele, habe ich immer den Gegner, der nicht das macht. Dass mir so ein Mimik möglichst wenig bringt. Immer. Oh, jetzt ein Fürst des Todes. Weiß ich nicht. So ein Dachs ist wahrscheinlich nicht schlecht. Ein bisschen zurück, was die Worker angeht. Da müssen wir unbedingt mal ein bisschen aufbauen. Mimik ist rausgekommen, sehr gut. Berserker kann ich hier gut gebrauchen. Kann ich sogar zwei bauen. Noch eine Biene hin. Da ist rechts meine Seite schon mal gut abgesichert. Triple Mimik. Alter, übelst fett geworden. Der hat hier alles ausgelöscht. Weiß nicht, ob ein Tor so sinnvoll ist. Ist natürlich nicht schlecht, aber die bewegt sich gar nicht. Der ist okay. Wieder zwei Mimics. Aufbauen. Genau, more workers. Immer mehr Worker.
Die müssen wir mal aufwerten. Haben wir auch mal zwei Mimix raus. 900! Holy shit. Was geht da ab? Ich kann er mir 900 schicken, der muss ja nur Worker haben. Der muss jetzt schon über 100 haben. Klar, hat natürlich mega viel Kohle, weil er die ganze Zeit Mimics raushaut. So, du kriegst auch mal fünf Mimics ab. Ja. Die sind auch nicht schlecht, weil die Stichschaden machen und gegen die Magie durchhalten. Also gar nicht verkehrt. Der schickt mir nur Mimics rein, die ganze Zache. Was schickt denn auf mich? Gelb. Jawohl, die haben Stoß gedrückt. Und gehalten. Schicken auch die ganze Zeit Mimics rein. Die extra Kohle. Auch wenn es nicht viel ist, bringt die Einheiten ja trotzdem was. Pyro, ihn hier. Dann bauen wir den einfach noch auf. Sechs Mimics. Jetzt hat er mir noch Drachen geschickt. Hat er Autosend angehabt noch. Ich krieg schon Kohle raus, auch wenn da jetzt nicht unglaublich viel bei rumkommt.
Der hat 1000, der Lilane. Hat nur ein Autosend angemacht wahrscheinlich. Und hat dann nicht weiter was reingedrückt. Sieht doch gut aus. 1400 runter. Sieht nicht gut aus, aber dass die Einheiten da stehen zumindest. Haben alle nicht wirklich viel. 2000. Wie viele Worker hat der? Ist doch nicht normal. Abartig. Na, es wird noch gehalten. Wir sparen weiter. Ich werde mal so ein bisschen upgraden. Noch ein paar Tanks hinstellen auf jeden Fall. Okay, die fangen jetzt erst an zu sammeln. Wir sind schon gut dabei. Feuerbälle, die da fliegen. So, lass uns mich mal schauen. Also, bleib weiter dabei. Stich und Magie. Also, beziehungsweise Stich und Aufprall. Und der hat viel Stich und Magie-Schaden. Auf 22. Okay, also nächste Runde. Am besten sowas. Was können wir noch bauen? Einfach das noch, um ein bisschen abzugraden. Ich habe den noch nicht abgegradet, den Metzger. Trefferschuss.
3400. Ganz krank geschickt. Ich habe ihm ganz viele Belagerungsmaschinen geschickt und die haben einfach links durchgedrückt. Oh, sieht doch ganz okay aus bei mir. Ich habe schon durchgequetscht. Ah, die Schattentests sind auch mega fett. Ich hab's zwar auch nicht, aber ich habe am längsten gehalten von allen. Es wird ein Sieg. Victory. Sehr gut. So wollte ich das sehen. Das waren weitere 100 Legion. Game of the Mimics. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Lasst ein Like, dann ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.